Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt statt MLS 19 zusammen mit dem Philipp und dem Sebi, einen wunderschönen. Hallo! Hallo. Ja, wir sind hier auf der Leufügerind. Ja. Leufügerind kann man sie nicht ganz nennen, aber ja, im Prinzip. Ja, wir sind in einem relativ komisch aussehenden Wohnzimmer, mit wem auch immer da hinten an der Wand bild, keine Ahnung, na nur. Ich würde mal sagen, Jungs, wir hauen hier hier ab und bewegen uns mal nach draußen, weil das sieht wesentlich schöner aus als da drinnen. Bitte raus. Jungs, schafft's es. Philipp, bin raus. Wunderbar. Also, ich würde gleich mal hier vorne anfangen. Hey, vorher müssen wir erstmal noch mal ein bisschen, bevor wir zu den Maschinen kommen und so weiter. Das wird ein Projekt werden, was ungefähr der Nachfolger von Gemeinde Rade sein wird. Nur mit ein paar Abänderungen. Vorpark hat sich was geändert, im Großen und Ganzen ist er noch ein bisschen beibehalten geblieben, würde man mal sagen. Von der, beziehungsweise von der Spielweise, wir haben Season mit drauf, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und Precision Farming, das heißt, Felder sind natürlich auch relativ groß. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einiges mehr zu tun, als wie im normalen LS. Weil wir halt noch die ganzen Sachen beachten müssen. Aber ja, das werden wir dann alles im Laufe des Projektes herausfinden. Wenn wir dann schauen, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich eins von beiden, Precision Farming oder Seasons, runterkommen. Ja, wobei man sich bei Precision Farming jetzt eher... Du musst jetzt halt ein bisschen drum kümmern, aber auch nicht allzu viel. Aber ja, wir wollen nicht länger weiter rumreden. Wir kommen zur Fahrzeugvorstellung. Ich gebe das Mikrofon also ab. Also hier ist auf alle Fälle mal ein Klaas Scorpion 1033 Teleskoplader. Den kennen wir ja schon. Mit einer, ja, kennt man ja schon. Mit einer 3.500 Liter Schaufel, glaube ich. Jetzt muss die gleich, Ich glaube schon, dass die gleich ist. Dann ist hier unsere Gewichtinsel, wie man sie von der Gemeinde Rade kennt. Bloß meine Größe jetzt hier mal. Ja. Weil unser Hof ist definitiv viel größer. Aber die Buschen sind definitiv geblieben. Wenn man das Gewicht da wieder reinschießt, findet man es nicht so schnell mehr. Ja, gut. Ja, auf alle Fälle, ich würde mal hier reinschauen, Flo. Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben zu unseren Stücken. Ja, wir haben drei Traktoren, also jeder fährt einen. Ganz rechts, beginnen wir bei mir. Wunderschöner JCB im MB-Truck-Style. Ja, ist mal was anderes, würde ich sagen. Ist mal was anderes. Sieht man so. Ja, dann mache ich gleich weiter mit meinem Deutz-Fahr Agroton 7210 TTV. Hauer Frontladerkonsole. Nicht Hauer, Quicke Frontladerkonsole mit Quicke Frontlader. Ein bisschen grau hat man sie, also Deutz-Fahr sieht man auch nicht oft in grau, deswegen halt in grau, weil es auch cool ausschaut und alles. Schön dicke Michelin-Schlippen drauf. Ja, ja. Immer die dicken. Ich hab hinten noch offen, fällt mir gerade auf. Schön simple IC, ja, ja. Soll ich das fehlen? Ja. Herrlich. Jo. So, Sebi, stell du dein Fendt vor. Nun mein Fendt. Ich hab einen Fendt 826er Vario. Mit. Also ohne Frontladerkonsole, meine ist fast der einzige Traktor, ist wirklich der einzige Traktor, der keine Frontladerkonsole hat. Ja, den gibt's glaube ich gar nicht mit Frontladerkonsole. Ja, glaube ich auch nicht. Wobei ein 8er, naja, wobei ich glaube nicht. Also ist nicht der so hätte die Gänge. Normalerweise auch, dass ich ein Wechstern-Trio bin. Hm? Mit meinem Traktor. Echt? Mein Deutz, ja, Sebi Fendt hat 265 PS, dein JCB 235 und mein Deutz 225. Ja. Aber dafür hat er den geilsten Sound. Ja, die zu den Sounds kommen wir dann später, die verraten wir jetzt nicht, die kommen dann im Laufe des Projekts. Ja, das. Die Hupe, ja. Braucht man es nicht so oft, kommt drauf an. Klingt wie eine Hupe. Dann schauen wir gleich mal weiter zum Ding, oder? Ja, zu den Hängern und LKW. Also, Hänger, ich sag jetzt mal Ackerhängern, jeder Art. Ja, aber das Konzept ist ein bisschen anders da als wie normalerweise, sagen wir es so. Also wir werden auf alle Fälle, wenn wir dreschen, werden wir mit einem Überladewagen, was ist denn das, Metallfech PP20? Mhm. Keine Ahnung, wie groß der ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaub, auf alle Fälle vom Feld abfahren und dann mit unserem MAN, entweder 41403, und einem Daimler-Abschieber abfahren, weil hier gibt es viele... Verkaufsstellen, da wo man nicht aufkippen kann mit einem Reichstieg zum Beispiel oder sowas. Dummen Abschieber, LKW. Hatten wir auch bei meiner Rade schon teilweise das Problem mit Abschieber.
Oder beziehungsweise ja, mit genau. abkippen und Ich kann schon denken, wie er abfahren wird, wenn wir dreschen. Abwechseln. Auf alle Fälle, dann haben wir hier noch, also wir haben sehr viel, also an Hängern wird es bei uns dieses, also diese Saison, dieses Projekt nicht scheitern, weil dann noch mal ja, man sieht hier steht noch ein Dreiachser, dann müssen wir noch ein bisschen umpacken, oder steht ein bisschen dann haben wir mitgenommen, von zu Hause aus, unseren guten Class Jaguar 89 mit dem großen Orbeschneidwerk, unseren Der Drescher hat sich ein bisschen geändert. Das haben wir Neues gekauft. Es ist auf jeden Fall eine Nummer älter und eine Nummer kleiner, glaube ich, normalerweise. Habt ihr die Flaggen schon da oben gesehen? Ja, die sind schon. Es ist eine Nummer. Nee, nicht Nummer älter, sondern einfach bloß kleiner. Ja, doch, eine Nummer älter ist aber klar. Doch, das ist nur die alte Version. Weil das ist nur die, also wenn ihr euch denkt, weil hier die Ketten noch nicht 3D sind oder beziehungsweise noch nicht komplett animiert und so weiter. Das ist einfach eine Konvertierung vom 17er, weil es einfach im 19er keine Entscheidung gibt. Ja, nein, aber in Hügel halt der normale, nur klein halt. Ist nicht so, ja, egal. Ja, sie sind älter, aber es ist halt einfach bloß eine Nummer kleiner. Und halt dann noch das passende Schnellwerk dazu. Ja. Ich sagen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jo. Schauen wir gleich vor, kurz sprinten. Fast von uns, oder? Ja, würde ich sagen. Wir können hier so durchgehen. Wir haben wieso steht das Güllefass? Das kann ich dir. Du, das wird ordentlich beim Mannhängen hier jetzt dann. Ja, gut, ne, also. Ja. Ja, gut, egal. Auf alle Fälle, wir haben absichtlich ein kleineres genommen, weil wir viele bergische Felder haben und halt doch bloß 200, maximal 260 PS mit CBs im Fan. Haben und dann halt, ja. Schwierig. Und da haben wir dann halt noch Schleppschlauch? Schleppschuhgestänge mit dran, direkt von Zun haben wir alles. Dann haben wir noch so eine Trichterstation mit Steinfilter. Ja, falls da mal was reinfällt. Nee, nicht falls was reinfällt, sondern nicht reinspringen. wenn nämlich da Steine drin sind vom Beton sich lösen, also Steine vom Beton sich lösen, dann werden die hier gefiltert, dann kann man da unten Schieber aufmachen. Ja, und wenn es jetzt irgendwelche Asis gibt, die was reinschmeißen. Kann auch vorkommen, wir sind hier, das ist nicht eingezäunt, hier da hinten ist direkt Nager. Also. Ja, okay. Aber das wird normalerweise nicht passieren. Im Normalfall. Dann haben wir noch einen leeren Kuhstall. Ja. Die Kühe haben wir nämlich absichtlich weggelassen, weil die ganzen Stress wollten wir denen nicht antun, auch wenn es gute Kühe waren. Das da vorne sind Plastik-Deko-Kühe. Auf denen man noch reiten kann. Ja, haben wir ein paar reingestellt, dass es nicht ganz so leer ausschaut. Perfekt. Wisst ihr, was ich hier sehe? Ja, die lässt es gut gehen, ne? Warte mal, lässt die da gerade einen Arsch? Ja. Dann haben wir noch einen kleinen, also hier kommen wir schon zu den Silagewegen. Mhm. Wird natürlich auch ein großes Thema sein. Wird definitiv bei uns ein großes Thema sein, weil wir haben wieder eine BGA und alles. Mhm. Der hier wird wahrscheinlich für einen kleineren Traktor sein, der Silagewagen. Wissen wir noch nicht welchen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare bei Sebis Kanal und bei Flusskanal reinschreiben. Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Oh, scheiße. Und zwar der liebe Sebi nimmt auch auf, der ist jetzt ganz unten oben in der Videobeschreibung verlinkt. Jo. So wie auf der Gemeinde Rade halt auch immer. Ja, und das ist ein der Bergmann hier hat eine Liftachse. Tridem. Ich glaube 61.000 Liter hat Platz. Und das ist ein Flow sein. Können sein. Spannend mit seinem. Ja, M-Truck, JCB, whatever. Das Sebi hat Simple Classic Class mit Fendt. Cargos, auch Tridem und ich hab halt Bioskin Silo Space 56.000 Liter mit meinem Deutz. Sieht man selten, Bioskin, muss sagen, deswegen haben wir uns aber mal dafür entschieden, beziehungsweise der Philipp sich dafür entschieden, dass er den mal nimmt. Und jo. Ich finde den auch relativ schön. Das Einzige, was mich richtig hart nervt bei dem, obwohl, warte mal. Ja, das nervt wirklich richtig hart. Der hat keine Leiter. Also zum Nachlaufen? Aber haben wir alle nicht, fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht, habe ich eine? Aber ich komme noch nicht durch. Nee. Nein. Wieso haben die alle keine Leiter? Weiß ich nicht.
Doch, du hast zeitlich eine. Jawohl, ich habe eine Leiter. Ich bin's. Der Kavik. Ist ja bloß der Einzige, der wo oben runterräumen darf. Hat der Kavik was? Lust? Hat der Kavik. Egal. Hat der Kavik keine? Dann kommen wir hier zu unserem Düngestreuer. Ja, genau. Düngestreuerabteilung, ja. Riesenhalle, ist halt leer. Standard-Bretal. Haben wir mitgenommen. Weil sind groß, ja. Einer hat Pflegeberechnung für Dünger, der andere nicht für Kalk. Ja, komm. Wenn man so für entschieden, jetzt einfach zwei, einmal für Dünger und einmal für Kalk zu nehmen, weil es einfach viel, viel angenehmer ist, wenn schon so schnell rumkommt. Wir haben eigentlich mitgenommen vom Umstieg. Nur dass man bei Düngerstreuen eine Achse hatten vorher und jetzt haben wir halt abgegradet auf ein 2-Achse, aber. Ja, ja. Das sind so Kleinigkeiten, das fällt mir auf. Hier kommt in der Halle nichts. Doch, hier steht eine Spritze drin. Und jetzt, hier steht Trost. Also, es ist so traurig, wir haben die riesen Halle und da stehen wir nur eine Spritze drin. Also, wir können die so richtig schön quer mittig reinstecken. Perfekt. Also, ich stelle mir da. Ich stelle mir gerade davor. Das ist halt, ich sag's mal so, es ist eine gebrauchte, ich glaube von der Tschechei oder so. Ich weiß nicht genau, wo die her ist, auf alle Fälle ist es eine gebrauchte, relativ neu. Die hat halt einen Anfahrschaden beim Gestänge, aber. Wir haben halt abgegradet bei der Spritze, weil wir nicht immer mit der kleinen, also was heißt mit der kleinen, mit der HD rumfahren wollten, weil die ist halt scheiße teuer. Also auf dem Tankaufkleber ist irgendwas drauf, was ich nicht lesen kann. Irgendein Achtungsschild, egal. Ist vielleicht Französisch oder so, oder Tschechisch. Keine Ahnung. Wieso ist hier überhaupt das Tor offen? Weil ja, dann würde ich raufschauen zu dem Heuzeug. So. Ja. Machst du zu? Ja, genau, habe ich zugemacht. Man sieht sich gar so traurig. Ja, das, die Halle, die ist ein bisschen besser voll. Sagen wir so, also. Ja. Das ist halt komplett Heuzeug. Wir haben einen Tandem Pöttinger Jumbo Kombi-Line. Ladewagen. Dieses Mal sind wir umgestiegen auf Autostack. Ja, umgestiegen. Wir hatten vorher auch einen Autostack, aber halt den Kuhn. Ja, oder was es war. Diesmal haben wir von Anderson den DLC. Wir sind einfach auf Anderson umgestiegen. Wir sind eigentlich relativ arg bei Marken geblieben. Was ist arg bei Marken geblieben? Aber wir sind halt jetzt relativ. Wir haben zwei Marken und der eine ist halt von der anderen von Anderson. Anderson Cube DLC. Glaube ich, ist das eine Schweizer Marke? Oder eine amerikanische? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle. Wir haben Pöttinger und zwei Krone. Jo. Ja, wir haben den Wender haben wir mitgenommen, die Presse hatten wir vorher Glas. Und Mehrwerk hatten wir vorher auch Glas, aber wir sind absichtlich umgestiegen, weil wir so lange Glas hatten, auch so viele schöne, so viele schlechte Momente hatten und drum sind wir halt einfach mal zur Krone gewechselt. Und Pöttinger. Ja. Dann müssen haben wir runterlaufen. Haben wir noch irgendwas ansonsten? Glaubst du nicht? Drüben ist Kuhstall, da hinten haben wir noch. Also wir haben ein großes Gebiet, sagen wir so wie es ist. Also von da unten bis hier hoch, das sind schon ein paar hundert Meter. Die Halle hier oben gehört auch nach uns hier. Ja, aber die ist leer. Ja, aber da kann man mal Ballen reinpacken oder so. Weil es relativ nah am Kuhstall ist. Aber ja, deswegen. Oder da oben, wo die Spritze drin ist. Ja. Die Spritze müssen wir mal umpacken. Ja. So, Düngetechnik. Wäre eigentlich schlau, ja. Könnte man machen. Dann laufen wir mal auf kurz runter. Wir müssen noch zu unseren Silos, fällt mir gerade ein, ne? Da ist nochmal was. Links runter. Ich lauf vor, ich weiß noch, wo das ist. Und hier haben wir halt auch. Die sind schon vorher da gewesen, wo man Saatgut und so weiter auffüllen kann. Hier haben wir nochmal eine Riesenhalle, ist hier was drin. Hier hinten bin ich. Jungs, ich habe euch verloren. Ah, nein! Ach, da bin ich doch gerade eben hingerannt. Achso? Meine Güte. Ich weiß ja nicht, wo du. Hier ist Saatgut-Silo und hier drüben Dünger. So, jo. Meine Güte. Okay. Was soll man hier reinkippen können? Ist das noch ein Silo? Ja. Und das normale Silo ist hier vorne. Hier ist auch. Nee, aber das Silo, was ich eigentlich ansteuern wollte, wäre mal noch ein viel, viel größeres. Da hinten, wo ich eigentlich anfangs nicht hin wollte, oder wolltest du da auch hin? Nee. Hier hinter. Weil hier haben wir nochmal, weil das gehört auch noch alles zu uns. Hier hinten ist nämlich noch eine Riesenhalle. Hier haben wir noch ein Kalksilo. Ja. Ein Baukran. Weil hier waren wir nämlich noch gar nicht, weil wir haben nämlich unsere Pflüge- und Sätechnik, Gruppertechnik noch nicht vorgestellt. Ja, das war Absicht, dass ich da noch nicht hin bin. Achso. Na dann. Wir sind halt auch wieder umgestiegen auf Lempen und Federstedt. Mhm. Oder Federstadt.
Federstadt, glaube ich, oder? Federstadt. Nee, Ja. Federstadt. Federstadt. Ach ja, wir haben noch zwei Drehschimmel. Die sind hinten beim großen Siegel auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ja, auf alle Fälle, wir haben 8 Meter Grupper, 8 Meter Maissee-Maschine von Lemken und dann nochmal 6 Meter. Nee, ich habe gerade mal erzählt, 8 Meter Drill-Seemaschine von Lemken und 6 Meter Maissee-Gerät von Federstadt und halt dann noch die zwei. Wo haben wir denn unsere Lemken-Seemaschine? Die steht hinten irgendwo. Achso. Aber hier genau, weil hier voll war, haben wir irgendwo anders reingepackt, das Tail. Jo. Da vorne, hier ist ein riesen, ist eine riesen Siloanlage. Ja, genau. Die wo vorab schon beim Hof dabei war. Da stehen nämlich unsere zwei Drehschimmel drin. Drehschimmel genau. Ja, wir haben auch, die haben wir gewechselt, weil die Reisch haben uns nicht so vom Kippverhalten und vom Fahrverhalten gefallen. Wir probieren sie jetzt einfach mal mit der Marke hier. Ja, und es ist immer mal was Neues. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben hier 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wenn ich mich verzähle, 15 Silos hier drin. Also hier passt gut was rein an Menge, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also, da scheitert es auf jeden Fall nicht. Hier haben wir noch eine Unterstandsfläche, da können wir hier, ja, können wir zum Beispiel Hänger auch noch reinstellen. Da wollen wir zum Beispiel auch noch mal einen Hänger oder einen Drescher rein. Und hier ist dann noch der Vordach. Ja, genau. Da kann man zum Beispiel auch noch Hänger reinstellen. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch zu hier uns ist gehört. Dieseltankstelle? Das gehört schon noch uns. Das muss ich tatsächlich mal kurz nachgucken hier. Da muss man wirklich sicher gehen. Nee, es gehört gar nicht mehr zu uns. Nicht? Nee. Ich hab gedacht, wir haben die Halle mitgekauft. Nee. Wurden abgezogen, Flo. Oh nein. Das ist die Werkstatt, das die brauchen wir. Die müssen wir noch wieder zukaufen. Das geht ja, die kostet nicht viel. 6.000, glaube ich. 6 Euro. 6 Euro, let's go, habe ich in der Tasche. Perfekt. 6.000 Euro. Ja. Das ist, da ja, ist eine Werkstatt. Ja. Ansonsten, hier haben wir noch irgendwie, also wir haben jede Menge Unterstandsflächen. Hier haben wir noch einen wunderschönen Teich. Da, ich bin für Schwimmen. Ich würde da nicht schwimmen. Ich weiß zwar nicht, wieso man den Zaun durchs Wasser verlegt hat und nicht einfach außenrum. Aber ich schätze wahrscheinlich, hier war vorher kein Wasser drin, weil es in den letzten Tagen so viel geregnet hat, ist hier ein See entstanden. Kann gut sein, weil normalerweise, also Holz setzt man normalerweise nicht hier ins Wasser. Also kann man mal, aber es hält nicht allzu lange. Ob so lange hebt, man weiß es nicht. Hier haben wir noch einen Wohnwagen oder eine Kupplung. Schwierig. Die haben die Ankupplung gestohlen. Warte mal, da hinten. Die Polen werden immer dreister, du Mann. Steht unser Zeug hier? Ich habe halt wirklich nicht. Ah ja, hier ist die Lemken drin. Da steht die Lemken drin, ja genau. Und da haben wir noch so ein Unterstandding. Wir haben so viele Hallen, die müssen wir irgendwann mal füllen im Laufe des Projektes, weil. Ja, ja, das die füllen sich auch, aber. Es dauert halt einfach ein bisschen, ne? Aber ja. Ja, genau. Wo wir jetzt noch hingehen, ist zur BGA, würde ich sagen. Überall offen, überall können Leute einbrechen. Das ja. Na doch, nochmal was schon. Ah, warte, Schalterle. Ah, ne, jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man hier so machen kann. Ich schau mal vorne, vielleicht gehen sie parallel zu per Salzzug oder so, keine Ahnung. Ja, normalerweise ist es im Schieben. Naja, du. Kritisch. So, ich krieg das nicht so egal. Ja, auf jeden Fall, wo wir jetzt noch hinspringen müssen, ist zur BGA, weil angesprochen und nicht hingehen, ist schon schwierig. Sollen wir mit dem Auto hinfahren? Wir haben unsere Auto vergessen. Nee, wir haben kein Auto. Warte mal, da ist haben wir die Verschwerbeljacke? Ja, ja. Die haben wir braucht für die BGA. Flo, soll ich uns ein Auto kaufen? Für die BGA haben wir jetzt doch den großen Touren, also wenn wir upgraded, wir den großen Touren für die BGA halt gekauft, extrakt mit der 5000 Liter Schaufel, die haben wir behalten. Und ja, wir haben halt das Silo-Schild haben wir gewechselt, weil unser altes verbogen wurde. Egal. War das nicht, ne? Auf alle Fälle, jetzt haben wir ein Saphir. Mal schauen, ob der stabil ist. Schauen wir, wie wir schaut auf alle Fälle schon mal stabiler aus und ist schwerer.
Und dann halt noch das Betongewicht hier. Ja, und zum Verteilen haben wir auch noch mal was Neues, was wir vorher auch nicht wir hatten. Wir haben zum Verteilen auch noch was Neues, ja genau. Mit Silagegabel hinten dran, zum besseres von außen reinziehen. Ein Holar, ja. Holaris, wie nennt man das? Holaris? Holara. Ja, nee, ich meine Beschreibung. Silo-Verteiler, oder? Silo-Viking, glaube ich, heißt er. Ja. Irgendwie so ähnlich. Viking Grasfork. Von Holaras. So. Ja, genau. Ja. Und ihr seht, wie groß das ja. Die BGA ist. Also jetzt, das ist also, definitiv also, größer. Also wenn wir alle vier Silos voll kriegen, dann Applaus an unser. Das also ich sag's mal so, wir haben schon wer schiebt. Ich weiß nicht, wie die Anzeige. Ich werde vielleicht, wenn es wieder kommt, wenn die Zeit kommt, er hat den alle vermisst, den goldenen Johnny. wir haben ihn geliebt, wir haben ihn gehasst. Alle Menschen haben ihn gehasst. Ich habe ihn geliebt. Ja, also im Prinzip die Farbe wurde halt die goldene Farbe, also es war ganz kritisch ja. Da, ganz, ganz kritisch. Es ist, aber mal. Es ist der Goldi, man kann es nicht anders sagen. Wenn es der Goldi ist, dann muss er auch Gold sein. Auf jeden Fall von der Größe her. Also von der Größe her, ich glaube sogar, dass der hier irgendwann reinpasst, wenn wir groß genug sind. Oder dann Xerion. Kommt das? Zuerst ein JCB mit viel gleich großen Reifen, dann kommt noch ein D-Klasse Zero und dann ein Petra. Oh, das wäre geil. Aber ja, nochmal zu dem Silos. Also ich glaube. Flo! Es sind Wünsche, die müssen noch nicht erfüllt werden. Ja. Kommt im Laufe der Zeit, okay? Ja. 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 Wir haben eh nicht das Geld dafür. Klasse Zero 500.000, da fehlt auch ein paar Nullen. Aber ja. Auf jeden Fall, aber von der Silo-Größe her, glaube ich, gehen hier 3 Millionen, 4 Millionen? 2, ja, so irgendwie sowas dürfte hier reingehen, glaube ich. Ja. Also, und dafür haben wir 4 da hinten nochmal, 2 und da 2. Ist schon angenehm, würde ich also sagen. Die letzten angenehm. Silos, die waren so lang, aber bloß bis hier zur Hälfte. Ja, die Hälfte breit. Jetzt hier der Beton ist. Ja. Da hatten wir halt bloß, also theoretisch hätten wir bloß ein so ein Silo gehabt. Aber ich muss sagen, wo ist denn der Fermenter? Da ist der Fermenter. Aber wenn wir Silo vollhauen, dann würde ich tatsächlich sagen, ist am schlauschen, das hier zu nehmen. Ja, dann können wir eine Förderbandkette rüber stellen. Nee, aber dieses hier, also hier würde ich gar keine Förderbandkette ziehen. Oder haben wir? Nee, wir haben nur einen Fermenter. Ja, wir haben nur einen Fermenter. Diesmal gehe ich nicht mit dem Skorpion hin. wir mieten uns nur zwei Radlader. So ist hier Holz. Mir fällt gerade an, du meinst Fütterung, Flo. Nein, wir haben bloß eine Fütterung. Aber wir haben wirklich zwei Fermente. Also. Ja. Zwei Fermente, wahrscheinlich zwei. Das da vorne müsste das Endlager sein. Und das da, die anderen zwei hier drüben sind die Nachgärer. Die halt die zwei Fermente. Aber ja. Aber also, ey, wir wurden abgezogen. Wir wurden abgezogen. Warum? Wir haben gesagt, wir wollen, Schwebe planen mit spitzem Dach. Das gibt eine Anzeige ist raus. Die hängen halt jetzt noch am Balken dran, ja. Egal. Oh mei, kann man nichts machen. Überall wäre Stier verarscht, hätte du sagst, nee. Oh, ja. Ja, aber ich glaube, das war's soweit zum Hochvorstellung, würde ich sagen. Ja. Wann war, ich weiß nicht mal. Kann mich aufmachen? Nee. Nee, kann man nirgendwo rein. Wir haben doch einen Boden. Ja. Gleich wie auf der Elm gerade. Jeet. wir haben im Boden wahrscheinlich auch noch irgendwo, wahrscheinlich hier in diesem Bereich, noch ein Endlager oder sowas. Ja genau, das muss ich aber tatsächlich noch zeigen, weil das Wichtigste fast vergessen, und zwar die Felder. Und die Felder und Wiesen könnten wir ja nichts machen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Uns gehört die auf 30, Tablet? Die 32. Oben. Warte, wir schauen zusammen Hof, alle auf einem Tablet. Ja, Hof. Feld 31 in ein Stück Wald. Für Winter brauchen wir ja auch was zum Arbeiten. Feld 46 plus dazugehörig bisschen Wald außenrum. Feld 39 mit, sieht man da einen Teich oder noch in einer größeren Fläche, wo wir was platzieren können. Aus. Wobei man schon richtig viel Platz hat für sowas. Nochmal ein bisschen Wald.
Da oben, BGA halt eben, nochmal ein Feld dazu. Hier oben nochmal ein Feld. Nochmal ein Feld? Feld 25, ja genau. Ich weiß jetzt gar und nicht, hast was du da Feld jetzt... 30 am Hofstar erwähnt und eine 30? Ja, sind schon da. 30, 32, 31. Ist eigentlich relativ daneben am Hof. Ja. Weil es nur gerade dann nicht haben da, wir noch Feld 14 ist und da Feld irgendwas 12. Mit Gras angesät? Ja, die 25 ist mit Gras, die 46... Ja, okay, wir haben ein paar Grasfelder. Oder Gras, oder Wiesen in dem Fall. Ja. Aber jo. Das wäre es dann, glaube ich, soweit zur Hofvorstellung von meiner ja. Seite. Habt ihr jetzt noch irgendwas zum Song, Jungs? Nee, ne? Na. Nee. Ich glaube. Aber an sich ist es eine Riesenkarte. Ja. Das ist auf alle jetzt Fälle. Mal ganz kurz am Rande, ne? Ja, es ist eine Vierfach. Hm. Ich habe einen relativ. Ja, aber es ist gut. Ich habe halt den Standard-PC gut. Und habe fast überall 60 FPS. Also. Ja, man muss natürlich auch viel dazu sagen, die Silos und so weiter, viele Gegenstände sind einfach konvertiert aus dem 17er. Deswegen, ja, aber so schlecht schaut es ja nicht aus. Ja, deswegen, wenn jetzt die Höfe und so weiter, wenn jetzt die Höfe und so weiter, beziehungsweise die einzelnen Gebäude jetzt teilweise vielleicht mal die Schatten nicht so ganz passen, dann ja, halt, wenn man ein bisschen wegschaut, nicht allzu viel denken. Dann muss man ein bisschen drüber hier wegschauen. Ja, das ist glaube ich, hauptsächlich die Karte läuft fehlerfrei, wir haben noch Probleme, also in der Hinsicht passt alles. Aber ja, ich glaube, dann war es für heute. Dann kommt natürlich jetzt die Abmoderation, die nicht was fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kannst auch keinen Cent und den roten Knopf grau färben. Bei beiden Kanälen Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann und sehen ich wir, sag ciao. Jo, dann sehen wir uns schon bald, also in einer weiteren Folge hier auf der Los Hügelland im LS19 zusammen mit Philipp und Sebi. Und bis dahin, zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Tschüss. Ciao. We'll be right back.